Moin, hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video hier. In diesem Video zeige ich euch, wie man ganz einfach herausfindet, ob sein Radlager im Arsch ist vom Auto. Das ist nicht ganz einfach. Also man bockt das Auto einfach auf, dass das Rad freischwebend ist. Und man legt dann den ersten Gang ein im Auto. Und ja, was man jetzt eigentlich nur tun braucht, man braucht nur das Rad einfach mal drehen. Und dann hört man diese schönen Geräusche hier. Neben dem Schleifen der Bremsscheibe kann man auch ganz deutlich das Radlager an sich hören. Das sind extrem laute Abrollgeräusche, wie man sie eigentlich gar nicht kennt. Ich kann euch jetzt mal zeigen, wie das gesunde Rad gleich klingt, aber noch einmal die Kostprobe von einem defekten Radlager. Also es hört sich irgendwie an, als wenn die Lager irgendwie, ja, irgendwie beschädigt sind, also dass es irgendwie so ein metallisches Abrollgeräusch ist. Und beim gesunden Radlager hört sich das nämlich auf der anderen Seite, nämlich so an. So, jetzt sind wir mal auf der anderen Seite und ihr werdet sofort gleich den Unterschied hören. Ich drehe einmal. Also wie man hört, ist deutlich leiser. Man hat nicht mehr dieses heulende Geräusch. Und ja, eigentlich daran kann man es eigentlich schon erkennen. Wenn das eine Rad leiser abrollt als das andere, dann weiß man ganz genau, das Rad, wo es am lautesten abrollt, da ist eigentlich das Radlager zu ziemlich hinüber. Und das ist ja wirklich, wenn ihr jetzt gleich mal vergleicht, also zwischen dem anderen und diesem hier, ich blende es gleich nochmal ein, die beiden Aufnahmen. Ich blende gleich nochmal die neuen beiden Aufnahmen nochmal nacheinander ein und dann hört man den Unterschied ganz deutlich. Das mache ich jetzt mal eben. Ja, und man kann schon ganz deutlich hören, dass das eine Radlager ziemlich im Arsch ist und man es dringend auswechseln sollte. Jetzt gibt es aber noch einen Trick. Da geht aber jeweils nur, wenn ihr zwei Sätze Reifen zur Verfügung habt. Und zwar, dass ihr braucht einmal natürlich die normalen Reifen, die ihr jetzt drauf habt. Fahrt mal damit und guckt mal, wie laut es ist. Dann macht ihr Folgendes, ihr schmeißt mal andere drauf. Ich habe hier zum Beispiel neuwertige Reifen liegen. Und wenn das Geräusch dann weg sein sollte, das Radlagergeräusch, dann sind die Reifen nämlich im Arsch, beziehungsweise haben so ein Sägezahnmuster drauf. Ja, und dann heißt es nur noch neue Reifen drauf. Dann wisst ihr schon mal, dass es kein Radlager ist, was da Geräusche verursacht, sondern es sind eure alten Reifen, die hart und porös sind. Ja, und das sind eigentlich so die zwei Sachen, die man eigentlich nur ganz einfach prüfen kann. Aber die Reifen brauche ich gar nicht mehr wechseln, weil das war schon ziemlich eindeutig gerade. Ja, und dabei belasse ich es jetzt einfach mal. Ja, und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Natürlich könnt ihr auch abonnieren, wenn ihr keine Panda-Videos mehr verpassen wollt. Dann würde ich sagen, das war's für heute. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.